Hallo und herzlich willkommen bei Zero to One, heute mit folgenden Themen. Nach dem effektiven Durchlaufen von der Race geht es heute um das Befüllen. Es geht eben darum das Thema Air Race. Heute beschäftigen wir uns damit, wie man eigentlich Air Race effizient befüllt oder wirklich effizient nutzt. Im letzten Video ging es darum, wie man Air Race effizient durchläuft und ausgibt. Jetzt möchten wir uns wirklich mal darum kümmern, wie man Air Race effizient befüllt und vielleicht auch wirklich effizient nutzt. Dafür ein kleines Beispiel. Wir erzeugen jetzt erstmal eine Variable. Wir erzeugen ein Array. Dieses Array nennen wir nicht Kameraden, sondern Klassenkameraden. Es geht also vielleicht um eine Schulklasse oder irgendwie, was weiß ich, eine Grundschulklasse oder eine Uniklasse oder Berufsschule, ist ja ganz egal. So. In dieses Array, dieses befüllen wir jetzt erstmal vor und sagen, wir schreiben mal verschiedene Namen. 5 Namen, es können irgendwelche Namen sein natürlich, ist ja egal. Wir nennen mal einen anderen Hansi, dann einen Franz, als nächstes den Tim, dann haben wir noch den Marcel. Und zu guter Letzt nehmen wir noch irgendeinen, wir nennen noch Zero, um uns treu zu bleiben. So, jetzt haben wir einen Array angelegt. Der Name des Arrays ist Klassenkameraden. Dort sind Strings gespeichert. Passt soweit. Was wir jetzt machen möchten, wir möchten, dass jeder dieser Namen eine Nummer zugeordnet bekommt. Und diese Nummer, die soll von 0 beginnen oder von 1 beginnen, das können wir uns dann noch überlegen. Das heißt, wir haben jetzt ein Array, das ja eigentlich schon ein bisschen befüllt ist, aber wir möchten es im Nachhinein irgendwie noch ändern. Also eigentlich nochmal befüllen, neu befüllen quasi. Deswegen machen wir einfach mal wieder eine Schleife, um dieses Array zu durchlaufen, weil wir möchten ja jeden Eintrag ändern. Wir nennen wieder int i ist gleich 0, das ist unsere Laufvariable oder Zählvariable oder Counter oder wie auch immer das alles genannt wird bei manchen Leuten. Wir durchlaufen dieses Array so lange, solange unser i kleiner ist als die Klassenkameraden.length und sagen dann am Schluss nur noch i++, das heißt Hochzählen. Okay. Was möchten wir machen? Wir möchten doch eigentlich das erste Feld nehmen oder die erste Stelle des Arrays nehmen und eine Zahl anhängen. Das machen wir wie folgt. Wir sagen jetzt mal Klassenkameraden i, erste Zahl oder die Zahl an der Stelle i, da möchten wir einen neuen Wert zuweisen. Der neue Wert soll ja grundsätzlich folgendes sein. Wir möchten, dass der Name erhalten bleibt, das heißt, an der Stelle i steht ja momentan der Name. Das heißt, wir nehmen wieder diesen Namen an der Stelle i und fügen dort noch etwas hinzu. Ein Leerzeichen, ein Doppelpunkt und eine Zahl. Hier eine Zahl. Wir nennen die Zahl mal, also wir müssen jetzt gleich noch eine Variable erstellen, die diese Zahl repräsentiert. Und wir nennen die einfach mal Nummer, weil es egal ist. Nummer, merkt ihr, jetzt gibt es noch nicht. Wir definieren deswegen mal eine Nummer, die geht mit 1 los, nicht mit 0, sonst könnten wir die da unten nutzen. Und was wir noch machen müssen ist, die Nummer immer hochzählen. Nummer plus plus. So, nochmal kurz zur Verdeutlichung, was wir gemacht haben. Wir nehmen in dem Array den Eintrag an der Stelle i. Da weisen wir etwas zu, einen neuen Wert. Dann nehmen wir den alten Wert an der Stelle i und sagen, okay, wir hängen da was an, einen Doppelpunkt und eine Nummer. Das ist das, was wir machen. Und es wäre natürlich auch ganz cool, wenn wir das am Schluss noch ausgeben könnten. Wir möchten ja wissen, ob es geklappt hat. Stelle i. Stelle i war noch nicht so ganz richtig. Klassenkameraden an der Stelle i. So. Jetzt testen wir das Ganze mal. Wir sehen, hey, das hat doch eigentlich anscheinend funktioniert. Wir haben jetzt halt die neuen Werte unseres Arrays sind Tim, Marcel, Zero, Franz und Hansi und haben eben die Zahlen von 1 bis 5. Genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Jeder hat eine eigene ID. Passt also. Um das Ganze noch etwas schöner zu machen,
können wir jetzt noch hier einen Tabulator einbauen. Das funktioniert mit Backslash, das heißt Alt groß und die Taste bei dem scharfen S oder bei dem Fragezeichen und nicht eben Shift 7, sondern Backslash und dann P steht für Tabulator, das heißt, ist letztendlich ein maskiertes Tabulatorzeichen und dann sehen wir, hey, hier ist eine kleine Einrückung, sieht schöner aus, passt, bisschen wie eine Tabelle. So viel mal zum Befüllen oder Ändern, nachträgliches Ändern eines Arrays. Das war bereits der vierte Teil unseres Themenblocks Arrays. In unserem letzten Video erfährst du, wie du mit einer erweiterten Vorschleife Arrays durchläufst. Hat dir das Video gefallen und geholfen, dann würden wir uns über ein positives Feedback wie immer freuen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, tu das jetzt, somit verpasst du kein neues Video mehr und wir sind motiviert, weitere Videos zu machen. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Lernen von Java.